Dynasty Warriors 8 Empires zu einer Special-Ausgabe, denn der Ampu war so freundlich, ein ganzes Let's Play mit uns zu machen. Mit uns meine ich Snorri und Hide. Und deshalb will ich was zurückgeben. Und ich kann zwar weder auf Leute aufpassen, noch kann ich Fanarts oder so machen. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Deshalb habe ich mir gedacht, Hide, was kannst du? Du kannst kloppen. Das kann ich. Und ich habe hier versucht, mal die ganze Truppe ein bisschen hinzukriegen, soweit es geht. Das Spiel erlaubt es, ja, so ein bisschen. Also, hier sehen wir schon den Anpu, den stolzen Bullen, den Lux-Bullen, der eigentlich ein Kuh-Bulle ist, aber drauf geschissen. Dann haben wir noch das Mädchen. Das liebe Mädchen hier am Wiese kauen, immer noch sehr schön. Also ich habe hier wirklich keine wirklichen Schafe hinkriegen können, zum Beispiel, weil das Spiel einfach irgendwas gegen Tiere hat. Schade. Aber ein schöner Pandaschwanz, der kann ja als Schäfchenschwanz durchgehen. Und den Mr. Miss haben wir. Also die Kanäle packe ich auch in die Beschreibung. Ja, Mr. Miss, eine Kappe hatten die leider auch nicht. Die haben auch was gegen heutzutage solche Mode. Obwohl eine Krawatte, die geht. Die habe ich dir einfach mal verpasst. Also, wenn ich euch nicht gut getroffen habe hier, Anpu. Ich finde, Anpu habe ich sehr gut getroffen. Auch wenn du kein Fell hast. Aber das ist jetzt egal. Allein der Schwanz, wie der rumwedelt, das ist doch super. Aber, ja, Mr. Miss, ich hoffe, du bist auch zufrieden. Mädchen, tut mir leid. Ich weiß, du bist nicht zufrieden, aber es ist das Beste, was ich rausholen konnte. Und es sieht ja bezaubernd aus. Aber dann haben wir ja noch den Snorri mit der weißen Weste und seinem Hut und einem, Schwanz. Das soll eigentlich ein Affenschwanz sein, aber egal. Passt auch zum Lux irgendwie. Und, ja, dann gibt's noch nicht. Hurra. Der ist echt am schlechtesten gelungen, aber okay. Hauptsache, er hat einen Schwanz. Alles andere, scheißegal. Und der hat natürlich auch einen Tisch. Den sieht man gerade nicht. Aber Waffe ist Tisch. Das muss so sein. Habe ich jetzt irgendwie von Anpu gelernt. Der sagt ja, Tische, das passt zu mir, also wenn Anpu das sagt, dann stimmt das wohl. Und mit denen werden wir, was heißt mit denen? Mit unserer kleinen Familie werden wir jetzt etwas bestreiten. Nämlich eine Schlacht. Wir haben Anpu und Mädchen und Mr. Miss und Snorri und Hide. Und ich glaube, das reicht. So, dann packen wir noch irgendwelche zufälligen rein. Luxun, den hasse ich. Ist jetzt nicht ganz so zufällig, aber der muss verhauen werden. Surong. Allein schon, weil er so klingt. Und Jing Sai. So. Also wie gesagt, die Kanäle packe ich in die Beschreibung. Da könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. Oh, ich muss noch einen Offizier auswählen. Offizier ist natürlich Papa Anpu. Und hier, ja, Luxun. Oder? Nee, Hinli, weil Luxun möchte ich schon vorher verkloppen. Ist einfach so. Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß am Spektakel. Ich hoffe, ich habe Spaß am Spektakel. Und ich bin mal gespannt, wie unsere Familie sich schlägt. Auch wenn ich so gesehen schon tot bin. Das, ach ja, das eben war ein Spoiler. Das tut mir leid, aber das muss man bei mir berücksichtigen. Da kann ich nichts für. Ich weiß es ja nicht besser. Ich bin ja nur ein Stöpsel, der gerade erst aufgewachsen ist. So, Anpu! Mit seinen kräftigen Hörnern. Sehen wir denn noch die anderen hier? Ist das Mädchen? Das ist das Mädchen. Ja, Mädchen. Los, auf geht's. Und wo ist die andere Truppe? Hängt ihr immer noch hier rum? Base Captain, beweg deinen Arsch. Den Rest will ich doch noch sehen. Und der Anpu, der hat so ein Schwingedings. Ja. Das Schwingedings, das, ja.
es schwingt. Und tut weh. Finde ich gut. Da hinten läuft auch noch wer rum. Gucken wir mal, wer das ist. Komm, Springpferd. Sehr gut. Oder sind da gleich zwei Leute? Da sind doch gleich zwei Leute. So, Ampru, du kannst hier gleich mit einem Inferno anfangen. So. Hier waren doch gerade welche. Oder sind die... Ach, die sind da oben. Ich will erstmal hier unsere ganzen Kinder angucken. Mr. Mrs. Ten... Was? Ach so, Mr. Miss... Mädchen. Ja, wir dürfen nicht getötet werden, aber das ist normal. Also Mr. Miss und Mädchen haben sich zurückgezogen, weil sie eine ihrer Supertaktiken vorbereiten. Denn Mr. Miss und Mädchen sind so die Strategen in unserem Team. Und da bin ich mal gespannt, mit was die hier aufwarten. Aber wir mit Luxun, dich mache ich erstmal fertig, beziehungsweise dich macht der Anpu erstmal fertig. Im Namen deiner Kinder, Anpu, hau drauf. Sie haben es nicht anders verdient. Wie so ein rasender Bulle geht's jetzt hier. Und klatsch, schon ist er weg. Und boah, Anpu, du hast ja Skills. Snorri! Hier, dem Snorri zum Beispiel, dem habe ich eine Schriftrolle... Nee, doch nicht. Dem Mr. Miss hatte ich die Schriftrolle gegeben, richtig. Weil er ja ein sehr versierter, sehr intellektueller Mann ist. Deshalb hat er eine Schriftrolle gekriegt. Der Snorri hat hier einen Katana. Das sind die... Ja, die... Nicht so... Ich möchte nicht weiterreden, denn ich stehe ja nicht viel besser da. Ich habe einen Tisch. Hallo, Hide. Und du kriegst auf die Fresse, Hide. Sehr gut. So, wie sieht's denn mit Mädchen aus? Und mit Mr. Miss? Sind die schon mit ihren Techniken zurück? Surong? So, Anpu? Sehr gut. Läuft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt setzt das Inferno ein. Unser, super Naturereignis, einfach irgendwelche Sachen in Brand stecken, das mögen wir, Luchse und so weiter. Ja, aber Anpu hat auch Shelter 2 hat er gemacht mit uns, das ist sehr schön und ich darf nicht erledigt werden. Hide, wo bist du? Obwohl, Hide, kannst ruhig aufs Maul kriegen, dich mag eh keiner. Märchen ist zurück, ja! Und Mr. Miss ist zurück. Super. Doppeljahr. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich... Ach ja. Ampu hat uns in Shelter 2 reingepackt. Aber Ampu hat ja noch Shelter 1 und jede Menge anderer Let's Plays, wo ihr reingucken könnt. Link ist entweder... Ja, ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Oder ich verlinke es mitten im Video. Könnt ihr draufklicken. Ich empfehle es euch. Sehr. Ampu ist ein guter Zeitgenosse, der selbst positiv denkt, wenn hier alles verschneit ist und er kein gutes Gras mehr kriegt. Das klang so falsch, aber es ist einfach so. Selbst wenn er kein Gras kriegt, bleibt er optimistisch. Der braucht nämlich Gras dafür gar nicht. Und das Pferd ist zu nichts Nütze. Da steigen wir mal ab. So. Denn unser Ampu kann auch alleine richtig rocken. Indem er einfach irgendwelche Sachen auf den Kopf knallt. Märchen habe ich gesehen. Ist eigentlich, hat einen Kanal, wo keine Videos drauf sind. Ist also nur Konsument. Kann man machen. Muss man nicht. Aber allein von den Kommentaren sieht man ja, Märchen ist auch sehr sympathisch. Da braucht man keine Videos, um das zu sehen. Und ja, eigentlich alle sind sehr sympathisch. Besonders der Hide. Ach ne. Nein, natürlich. Ja, ich halte lieber den Mund. Ich will lieber Action. Dafür sind wir ja hier. An wem sind wir da? Wer bist du? Sugedan. Also Sugedan, du kriegst auf der Omme von unserem Papa an Kuh. Und ja, schön. Ich glaube, der Ampu, der hat ja auch mal eine Zeit lang Dynasty Warriors gespielt. Deshalb passt das ja. Jetzt zwar nicht Let's Played, aber
In einem Infovideo war das. Hab ich so in Erinnerung. Aber ich kann mich auch täuschen, denn mein Hirn ist nun mal blöd. Und Hide aktiviert natürlich Kampfmagie. Das ist super. Und Mädchen ist zurück. Das ist doppelt super. Aber da ist doch jemand bei unserem Kind. Den beschützen wir mal. So, ha. Das ist ein bisschen einfach, der Anpu, du haust ja alle weg. Denn was niemand weiß, Anpu ist nur am Tag Anpu. In der Nacht, da wird er zu Batmu. Ja, haha, mit eigener Titelmelodie. Und er kann fliegen. Oder kann er fliegen? Ich weiß es nicht. Hat er Geld? Das ist seine Superkraft. Er ist eine Kuh. Das ist super. Das gefällt mir sehr. Ja, aber ich vermisse gerade unsere Kinder. Wir müssen ja auf unsere Kinder aufpassen. Deshalb, ich habe hier hinten gesehen, da ist Märchen. Da gucken wir. Mr. Miss, auf dich passen wir auch auf. Aber, da kommt noch Märchen. So, auf euch beide passen wir jetzt auf. Gimli. Ist ja wie Gimli, nur in Japanisch. Beziehungsweise Chinesisch. Und das war auch schon der Boss. Ja, meine Fresse. Zusammen mit Miss... Märchen? Märchen! Was ist hier passiert? Märchen? Was? Wie? Ja, das war eine sehr kurze Folge. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Dann, macht's besser. Macht's gut. Das wollte ich sagen. Genau. Wie gesagt, guckt in die Kanäle. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin weg. Nochmal danke an Anpu. Danke an meine super tolle Lux-Familie. Und ich glaube, ich verabschiede mich gerade zum dritten Mal. Also, tschüss.